So, we're gonna start up with a movie. Wir fangen an Short movie, mit einem kurzen Film, eine Minute. Und okay, es geht kurz eine Zusammenfassung über den Anwalt von Edward Snowden und seinen geflüchteten Helfern und die Fakten über ihn. Die Hongkonger Behörden haben nach wie vor, fahren sie Angriffe auf ihn. Wenn ein kanadischer Anwalt, der ihm hilft in Hongkong ist, die Texte gehen sehr schnell durch hier, wo... die kanadische Regierung ist die Situation bekannt, aber die Snowden-Geflüchteten, die Helfer, das sind nach wie vor, sitzen fest. Und es ist Zeit für Kanada, endlich das Asylgesuch zu gewährleisten, das vor einigen Jahren eingereicht worden ist. Okay, wir sehen es jetzt nochmal. Nein, wir sehen das nicht nochmal. So, okay. I'm very happy and bin, I'm asking you for a big applause. Würde euch bitten um eine große Runde Applaus. Der Titel des Talks ist Der Überwachungsstaat limitiert bei Akten der Courage und des Gewissens. Und bitte begrüßt recht herzlich mit mir Robert Thibault auf der Bühne. Danke, vielen Dank. Well, thank you to danke the Computer Chaos Conference, an den Computer Chaos Kongress, um mich einzuladen dieses Jahr wieder. Und thank you for everybody for showing up. Danke, dass ihr alle gekommen seid und für eure Unterstützung für Herrn Snowden und die geflüchteten Helfer von Snowden. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich dieses Jahr eine PowerPoint habe. Mit viel, viel mehr Slides dieses Jahr. Es wird viele Informationen geben, die ich heute offenlege. Wenn es eine Sektion gibt, die ein bisschen technisch ist, die fängt an, am Anfang, aber wenn wir da durch sind, dann geht es um die großen Aspekte, die in den letzten Jahren passiert sind in Bezug auf meinen Klienten. Wir fangen an mit der Präsentation. Wie ihr alle wisst, ist Herr Snowden in 2013 in Hongkong gewesen, wo er seine Veröffentlichung gemacht hat über die Tätigkeiten der NSA und die elektronische Massenüberwachung von allen Ländern auf der Welt, um genau zu sein. Und im Moment ist er nach wie vor im Exil in Russland. Und hier sind die Snowden-Geflüchteten. Ich werde sie kurz vorstellen. Falls ihr sie nicht alle kennt, auf der links ist eine Vanessa, sie ist aus den Philippinen. Danach ist Ajif aus Sri Lanka. Und zu Ajits Linken sitzt Nedika, auch aus Sri Lanka, und ihr Partner Subun. Und Nedika und Subun haben zwei Kinder, den kleinen Jungen Dinaf, der 2016 geboren worden ist. Er hat also Mr. Snowden noch nicht, Hans Snowden noch nicht kennengelernt, und das kleine Mädchen vor Nedika ist Sadie, und neben ihr sitzt Kiana. Kiana ist die Tochter von Vanessa, ganz zur linken Seite. Ich für persönlich seit letztem Jahr wurde systematisch von der Hongkonger Behörde unterbunden, dass ich
meine juristische Unterstützung geben kann. Also im Grunde genommen haben sie mich konstant unter Druck gesetzt und ich werde tiefer darauf eingehen später und in welchen Formen sich das äußert, aber die Hongkonger Polizei haben einige Zeugen, die Aussagen wollten für die Geflüchteten, die Snowden versteckt haben, haben sie in Gewahrsam genommen und sie versuchen, eine Anklage gegen mich auf die Beine zu stellen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Hongkonger Polizei in meiner alten Wohnung in Hongkong aufgetaucht ist und es war Zeit für mich, Hongkong zu verlassen. Also habe ich Hilfe von der kanadischen Regierung bekommen und Anwälte ohne Grenzen Kanada haben mir auch geholfen und ich bin ihnen sehr dankbar. Ich habe im Februar 2017 das Land verlassen und ich kann im Moment aktuell nicht nach Hongkong zurückkehren. Also was passiert ist, ist, dass die Immigrationsabteilung ungefähr bis zum Ende 2017, Anfang 2018 haben sie verschiedene Taktiken versucht, um mich zu überwältigen mit Arbeit, um es für mich administrativ unmöglich zu machen, meine Arbeit zu machen. Und als das nicht funktioniert hat, hat die Immigrationsabteilung an die Hongkonger Anwaltskammer gemacht, um zu versuchen zu unterbinden, dass ich juristische Unterstützung geben kann. Und die und sie haben aufgehört, mir mein Gehalt zu zahlen. Und bisher ist nur ein kleiner Teil meines Gehalts gezahlt worden. Und das Torture Climate Appeal Board, also das Appeal Board für Gefolterte, haben versucht, den Prozess zu beschleunigen. Normalerweise ist, wenn ein Berufungsverfahren eingereicht wird, dauert es ungefähr ein Jahr. In diesem Fall ist es viel, viel schneller vor Gericht gebracht worden. Und nur für diesen Fall. Was passiert ist in dieser Situation, und das ist bisher unbekannt für uns und zu mir, in August 2017, aber die Hongkonger Polizei hatten sie die Sri Lanka-Polizei was sie gemacht haben, sie haben Ermittlungen gegen die Polizei eingereicht, aber was sie eigentlich gemacht haben, ist, dass sie die Zeugen und mich gegen mich ermittelt haben. Und einer der Schlüsselzeugen in dem Prozess ist am Flughafen in Gewahrsam genommen worden und mir war verboten, mit meinem Klienten zu konsultieren. Und die Polizei war tatsächlich in meiner Wohnung und in meinem Haus, um mich zu suchen. Jetzt also, wo wir sind in Hongkong, was in vielen Demokratien passiert ist, ist die Regierung hat versucht, Informationen zu ermitteln, aber zur selben Zeit versuchen die Regierungen, nichts offen zu legen. Das heißt, in dieser Präsentation werde ich versuchen, mehr offen zu legen, damit die Hongkong-Sachen ein bisschen transparenter sind. Dies sind hier die beiden Polizeibeamte, die Leute festgenommen haben, die Zeugen waren. Dies sind die Beamten, die systematisch versucht haben, Leute dazu zu bringen, gegen mich zu auszusagen. Soweit ich das verstanden habe, haben sie versucht, meine Kunden, Repräsentierten dazu zu bringen, zu sagen, dass ich mir alles ausgedacht habe. Meine
meine repräsentierten haben aber sowas nie gesagt. Und jetzt noch kommt hier Marc-André Seguin. Er ist der Kopf des legalen Teams in Montreal. Und er wurde auch unter Überwachung gestellt von der Hongkonger Polizei. Und Mr. Seguin war in Hongkong. Und als er Hongkong verlassen hat, waren dort 7 Polizisten, als er an Bord des Flugzeugs gegangen ist. Und das ist offensichtlich ein Akt der Belästigung und der Belästigung. Und sie haben es sehr deutlich gemacht, dass sie ihn nie wiedersehen wollen. Also in 2018 im Juli ist er direkt vom Flughafen zu einer der Snowden geflüchteten Familien gefahren. Und oben auf dem Gebäude waren 2 Polizisten, die ihm gefolgt waren und die ihn konstant überwacht haben und bis aufs Dach des Gebäudes gefolgt sind. Mr. Seguin war diese beiden Male in Hongkong, um sich mit den Snowden-Geflüchteten zu treffen. Und sie haben diese Situation, wo die Anwälte attackiert werden und belästigt werden von der Hongkonger Behörde. Ich werde jetzt durch andere Abteilungen gehen, die Teil dieser systematischen Belästigung von mir und anderen Anwälten passiert. Aber am Ende des Tages Anwälte anzugehen, die ihrer Arbeit nachgehen, ist eine Attacke und ein Angriff auf die Snowden-geflüchteten Helfer. Und es ist eigentlich ein Angriff auf alle, die ein Recht auf legale Repräsentation, juristische Repräsentation haben. Und das geht gegen unsere fundamentalen Grundsätze in rechtlicher Hinsicht. Und jetzt mit der Migration. Mir wurde verboten, den Prozess schneller voranzutreiben. Sie haben mich als Anwalt entfernt. Sie haben das Immigration Department, also das hat ganz klar gesagt, dass er seine Klienten nicht vertreten dürfte, weil er seine Klienten zu gut kennt. Und ich war wirklich unfassbar überrascht. Und die Bar Association von Hongkong hat tatsächlich Disziplinarverfahren eingeleitet. Und das finale Ziel ist hier offensichtlich, dass ich als Anwalt überhaupt repräsentativ agieren kann und in jeder Form zu unterbinden, dass ich meiner Arbeit nachgehen kann. Das Legal Aid Department, nachdem der Snowden-Film 2016 veröffentlicht wurde, vollständig meine Gehälter gestoppt und zum jetzigen Zeitpunkt zahlen sie mir gar nichts mehr. Sie haben mich auch von der Liste von Legal Aid gestrichen, um überhaupt Geflüchteten zu helfen. Ich kann das nur noch machen, wenn ich das pro bono mache, also ohne dafür ein Gehalt zu beziehen. Und völlig unabhängig davon habe ich einen großen Beitrag geleistet im Strafrecht diese Arbeit ist mir entzogen worden. Eigentlich hat jeder das konstitutionelle Recht, das Verfassungsrecht, einen Anwalt zu haben und zu wählen. Und was all das gemacht hat, ist, dass natürlich hat mich das unfassbar finanziell unter Druck gesetzt. Und ich bin unfassbar natürlich unter Druck, meiner Arbeit nachzugehen. Der Duty Lawyer Service. And Kenneth Chan is the Chief Court Liaison Officer. Von dem diese beiden sind die Schlüsselfiguren des Duty Lawyer Service.
Und im letzten Jahr ungefähr, über das letzte Jahr, haben sie nur ungefähr 24% meines Gehalts gezahlt und sie schreiben systematisch, verzögern sie meine Gehaltszahlung und sie haben mich von 2 von 3 Snowden-Fällen genommen. Und ich repräsentiere nach wie vor die Geflüchteten, die Snowden geholfen haben, allerdings mit Vertretung eines eines Solicitors, also eines Vertreters, eines Offiziellen. Ungefähr vor einem Monat hat der Duty Lawyer Service ausgedrückt, dass sie mir nicht mehr vertrauen und meiner professionellen Kompetenz nicht vertrauen. Und zu diesem Punkt, obwohl alle meine Klienten mir vertrauen, hatte ich eine legale, also eine rechtlich-ethische Verpflichtung, mich von diesen Fällen zurückzuziehen. Die Hong Kong Bar Association. Der Snowden-Film ist zum ersten Mal am 9. September rausgekommen, 2016. Am 19. Januar 2017, im Jahr danach, hat die Hong Kong Bar Association ein Treffen gehabt und hat dort gewählt. Und zu diesem Treffen haben Leute mich angegriffen, rassistisch angegriffen und haben über darüber geredet, wie ich mit Snowden umgehe und so weiter. Und jemand hat mich davor gewarnt, dass die HKBA mich verfolgen oder jedoch gibt es dafür gar keine Grundlage. Es gab noch nie Beschwerden gegenüber mich bei irgendjemandem, der mein Mandant war. Jetzt wird es ein bisschen technisch, wenn ihr bei mir bleiben könnt. 2 Monate später habe ich am 8. März einen Brief bekommen, dass ich eine Beschwerde bekommen habe. Ich wurde beschuldigt, die Leben der Snowden-Geflüchteten aufs Spiel gesetzt zu haben. Und mir wurde vorgeworfen, dass ich die Snowden-Geflüchtete für meinen eigenen Profit ausnutze. Der Grund für die Basis dieser Beschwerde war anonym und es gab auch keine weiteren angegebenen Gründe. Es gab keine weiteren Informationen, woher dieser anonyme Beschwerde herkam. Und zwischen dem 5. April bis zum 10. Mai habe ich gefragt, woher diese Beschwerde kommt, wer es gemacht hat oder so und so weiter. Was mich besorgt hat, war die rassistische Aktionen von den an dem Meeting im Dezember. Und sie hatten sogar ein Meeting, während ich nicht da war. Am 8. März hatten sie noch 2 weitere Fragen geklärt. Da ging es darum, irgendwelche Beweise gegen mich zu finden, aber sie hatten halt nichts. Ich habe gefordert, dass es bis zum 9. Juli 2017 veröffentlicht wird. In den 12 Jahren davor hatte ich einen komplett freien, hatte ich nie eine Beschwerde bekommen. Letztes Jahr hat die Association gleichzeitig versucht, eine 5 Jahre alte Beschwerde gegen mich wieder aufzunehmen. Und
dass ich unhöflich zu jemandem war, der keine Beweise im Gericht vorgelegt hat, bis es schon sehr weit war. Es war gegenüber völlig unklar, wie sowas nach 5 Jahren nochmal aufgehoben werden kann. Es ist komplett trivialer Scheiß. Aber die Association hat trotzdem versucht, diesen Fall gegen mich aufzunehmen. Was auch immer, es stellt sich heraus, egal wie der Fall ausgeht, ich werde auf jeden Fall die Gerichtskosten bezahlen müssen, egal wie das ist. Ich habe aber kein Geld, das zu bekämpfen. Jeffrey Robertson, mein Anwalt in England. Ich habe also diesen Beschwerden zugestimmt, einfach weil ich das legale Risiko nicht mehr eingehen konnte. Und mein Anwalt aus London hat mir dazu auch geraten. Und ohne dass die Anwaltskammer in Hongkong und die rassistischen Kommentare aus dem jährlichen Meeting in Januar passiert waren. Und ich traute einfach meinen Instinkten nicht mehr, dass ich eine faire Anhörung bekommen würde. Und in jedem Fall war der legale Rat hier war einfach über 11.000 Euro in dem Fall zu sagen, ich lasse. Und die offizielle Beschwerde mit dem anonymen Beschwerder ist nach wie vor ungeklärt und ist nicht geklärt, wo die Beschwerde herkommt. Und währenddessen hat die Anwaltskammer in Hongkong endlich bestimmte Dinge veröffentlicht und transparent gemacht. Und ich habe herausgefunden, dass es dort 2 Beschwerden gab, 2 völlig anonyme Beschwerden ohne Unterschrift. Wie ihr seht, geht es hier um Rechtsanwälte. Also wird unterschrieben mit Large Group of Exasperating Barristers, also eine große Gruppe von Rechtsanwälten, die geschockt sind. Und es ist von mir versteckt worden im März 2017, als die formelle Beschwerde eingereicht wurde. Das Einzige, was sie hätten machen müssen, ist, das anzufügen als Anlage an die Originalbeschwerde. Aber das hatten sie sich entschieden zu verschleiern und zu verstecken. Und was für eine Anwaltskammer verhält sich so? Wenn ich mir jetzt die Beschwerden angucke von diesen 2 großen Gruppen, sie sagen, dass ich mir selbst erlaubt habe, zitiert zu werden und dass es Fotografien von mir und anderen gemacht wurden. Und das war für sie der Standpunkt und der Ausgangspunkt darum, dass meine Klienten in Gefahr gebracht worden sind. Ich habe nie irgendwelche spezifischen Details preisgegeben, wo meine Klienten lokalisiert sind. Und um euch zu erinnern, es gibt eine 0,2% große Akzeptanz als geflüchtete Asyl zu bekommen. Von 120 Fällen von 1992 sind akzeptiert worden aus 40.000 Asylgesuchen. Also die Rechtsanwälten, die das geschrieben haben, waren offensichtlich completely ignorant, dass Geflüchtete ungefähr eine 0%ige Chance haben, überhaupt angenommen zu bekommen. Und es wurde gesagt, dass ich bei jedem Besuch bei Snowdens mich schändlich verhalten habe, indem ich Fotografien gemacht habe. Das ist ungefähr so, als würde man einem Arzt sagen, kümmere dich nicht um jemanden, der verletzt ist, weil es ein schlimmer Mensch ist. Und das ist im Grunde genommen einem Kriminalanwalt zu sagen,
verteidige nicht Mr. Snowden, weil er schuldig ist. Das ist das, was die Anwaltskammer in Hongkong eigentlich unterm Strich hier sagt. Und das, sie sagten, das ist alles unfassbar gefährlich für die Anwaltskammer in Hongkong. Und ich habe den Head der Anwaltskammer gefragt, was für einen Schaden habe ich der Anwaltskammer in Hongkong zugefügt, weil ich Mr. Snowden verteidige und die Geflüchteten, die Snowden geholfen haben, verteidige. Und die eine Sache, die sie sagen, ist nichts zu Mr. Snowdens. Sie haben nichts dazu gesagt jemals und sie haben nichts über die Snowden-Geflüchteten jemals gesagt. Sie haben auf diese Frage nie geantwortet und sind still geblieben. Also hier ist das Problem, was ich jetzt habe. Zwei große Gruppen unbekannter Rechtsanwälte, die alle entschieden haben, anonym zu bleiben. Es könnte ein Rechtsanwalt sein, es könnten Hunderte sein, es könnten Tausende sein. Es sind ungefähr 2000 Rechtsanwälte in Hongkong, ein bisschen weniger. Also es könnte jeder davon könnte Teil dieser Beschwerdenführer sein, weil ich meine Arbeit nachgegangen bin für Snowden und die Geflüchteten, die Snowden geholfen haben. Mir ist es absolut unmöglich zu identifizieren, wer nicht Teil der großen Gruppe sind, die diese Beschwerden eingereicht haben. Und ich möchte noch einmal betonen an dieser Stelle, mir war überhaupt nicht klar bis zum 3. August, wenn ihr die triviale Beschwerde seht von vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, da gab es 2 Rechtsanwälte, Teil davon. Und woher soll ich wissen, dass die nicht Teil dieser Beschwerde waren? Lass es mich nochmal so machen. Stellt euch vor, einer von euch wird von der Polizei in Gewahrsam genommen und dann werdet ihr vor Gericht gebracht und da vorne, und ihr sagt zu dem Richter, ich würde gerne die Beweise sehen, die gegen mich angeführt werden. Und es ist quasi so, als würde dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagen, nein, wir zeigen dir das nicht. Wir zeigen dir nicht, was hier an Beweisen gegen dich angeführt wird und du wirst schuldig befunden. Und nachdem du als schuldig verurteilt worden bist, findest du heraus, wer sich über dich beschwert hat. Es war eine große Gruppe von Richtern und Richterinnen. Und das ist genau das, was in Hongkong passiert in meinem Fall. Die Leute, die mich gegen mich ermitteln, könnten Teile sein der Gruppe, der großen Gruppe Rechtsanwälte. Und die Leute, die mich verurteilen könnten, das ebenso, könnten ebenso Teil sein dieser Gruppe. Und was sie eigentlich hier gebracht haben, ist, dass sie eine Schande auf sich gebracht haben. Also eigentlich ist ein unfaires Verfahren und ein Verfahren gegen mich, was einseitig ist und voreingenommen. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das alles ignoriert und niemals irgendwas dagegen unternommen. Also dieses Urteil gegen mich ist illegal. Und die Geldsumme, die ich jetzt zahlen muss als Strafe, ist ebenfalls illegal. Mr. Jeffrey Robertson, also auch ein Anwalt von Julian Assange, hat mir geraten, dass in England, Australien und Kanada kein Disziplinarverfahren würde jemals auf Basis von anonymen Beschwerdeführern würde jemals weiterverfolgt, weil es getrieben werden könnte auf Basis von Vorsitz, Arglist und Bosheit. Und Robertson hat mir geraten, dass es obviously natürlich aus der CIA kommen könnte oder irgendeiner anderen Intelligence Agency. Ich muss es nochmal nennen. Also Robertson hat auch noch darauf hingewiesen, um ein faires Verfahren zu bekommen, sollte der Beschuldigte hat ein Recht darauf,
zu erfahren, wer die Beschuldiger sind und welche Beweise angeführt werden. Die Anwaltskammer wollte auch Informationen über Klienten, die offensichtlich offenlegen darf und kann. Das gilt, geschützt unter der Geheimhaltung, der ich unterliege gegenüber meinen Klienten. Es gibt also drei fatale Probleme hier, die mit dem, was die Anwaltskammer getan hat, die anonyme Beschwerde. Eigentlich dürfen sie und sollten sie dieses nicht weiterverführen. Es kam von einer großen Gruppe von Rechtsanwälten, die, wo ich alles, also bei allem, was wir wissen, Teil sein könnten. Es könnten dieselben Seiten, die in allen anderen Verfahren irgendwie involviert sind und auf allen Ebenen. Und es ist sehr deutlich, dass die Beschwerde immer in Bezug auf Mr. Snowden geht und dass das obviously natürlich eine politische Motivation hat. Und genau, und das ist eine Attacke gegen meine Nationalität, Basis auf meiner Nationalität ausgeführt wird. Anwälte ohne Grenzen hat versucht, die Dokumente zu veröffentlichen. Aber sie haben gesagt, die Anwaltskammer hat gesagt, dass es geheim ist. Und ja, ich verstehe nicht, wie sowas geheim sein kann, weil es eine anonyme Beschwerde war. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt kein Recht an dieser Stelle auf Geheimhaltung. Nun, nach einem ganzen Jahr, warum ist das alles passiert? Nach einem Jahr hat die Anwaltskammer 5 neue Beschwerden gegen mich aufgebracht. What they're doing here is they're trying to grab data. Was sie hier versuchen, ist, Daten oder Informationen über mich herauszufinden. Aber sie wollen nichts veröffentlichen gegenüber mir. Sie versuchen mich über Interna zu verfolgen. Sie wollen rausgehen, Informationen von allen haben, aber nichts veröffentlichen. Und so wie Snowden in Citizen 4 gesagt hat, ich bin in den Händen von einem System, dessen Reichweite unendlich ist, aber die Sicherheit nicht. Sie wollen detaillierte Informationen über mich, aber sie werden nicht mal sagen, wer, was für Beweise sie gegen mich haben. Die einzige Basis ist die anonyme Beschwerde. Das ist die Regierung, die zu weit greift. Ich möchte Robert Peng erwähnen. Is now the spokesperson for the Hong Kong Bar Association. Er ist der Sprecher für die Bar Association, für die Anwaltskanzlei. On the Standing Committee on Discipline in 2016. Und then he continued as the vice chairman of the bar in 2017. Er hat am Anfang war er ein Mitglied, aber dann ist er zum Vizepräsident geworden. Now, Mr. Peng, dieser Mr. Peng, der wusste schon von Anfang an über diese anonymen Beschwerden und er ist jetzt der Sprecher für diese Anwaltskanzlei. Er sagte kürzlich, wir verlassen uns nicht auf den anonymen Beschwerden. Wir haben das nie getan. Die Originalbeschwerde habe nie darauf gefußt. Ich habe nach den Notizen zu dem Meeting gefragt, aber das ist nie passiert. Ich habe 2 Jahre danach gefragt. Es gab nie eine Identifikation der Beschwerden. Das war komplett unethisch von Mr. Peng, das für 2 Jahre von mir zu verstecken.
So what the Bar Association did is they brought in. Was die Anwaltskanzlei getan hat, ist weitere Beschwerde gegen mich aufzubringen, dass ich nicht gegenüber ihr geantwortet habe. Sie nutzen ihre Rechte, um mich dazu zu bringen, mehr Informationen zu veröffentlichen. Ich habe sie nach Informationen bezüglich der Beschwerden gefragt, aber das tun sie nicht. Sie sagen, ich würde nicht antworten, aber das stimmt nicht. Ich habe geantwortet. Und das ist eine Lüge. Also ich möchte kurz in der Geschichte zurückgehen. Der Mund des Löwen in Venedig im 14. Jahrhundert. Was passiert ist? Es gab es gab so Briefkästen, wo man anonyme Beschwerden einwerfen konnten, kriminelle Beschwerden. Und im späten 14. Jahrhundert gab es den sogenannten Council von 10 und auf Basis dieses, der hat entschieden, auf welche anonymen Beschwerden dann rechtliche Folgen nach sich zogen. Und dann, Mark Twain hat damals veröffentlicht, es war ein Höllenmund des Löwens und das war der Rachen, in den viele anonyme Vorwürfe geschworfen wurden. Und das ist dieses Verhalten ist. Was ich hiermit verdeutlichen möchte, ist, wie Menschen sich in Geschichte verhalten. Es gibt auch noch die Sternenkammer in England, das heute bezeichnet wird als legaler und administrativer Körper, der in geheimen Verfahren Entscheidungen trifft. Und die Art und Weise, wie die Hongkonger Anwaltskammer vorangeht. Und John Cameron in Kanada hat gesagt, es erinnert ihn genau an diese Sternenkammer, Star Chambers. Stephen Aurora hat viel geschrieben über alles, was in Hongkong passiert ist mit mir und meinen Klienten und wie dieses eigentlich eine Attacke ist von einflussreichen Behörden und eigentlich ist es ein Angriff auf Snowden. John Cameron, the Queen's Counsel, had said that if an anonymous complaint came to him, if he was a bar counsel. Und John Cameron hat gesagt, wenn so eine anonyme Beschwerde bei ihm ankommen würde, würde er sie in den Mülleimer schmeißen. Und das ist genau das, was dort auch hätte passieren sollen. Manfred Nowak, in der Vergangenheit UN-Spezialist, der viel über Folter geschrieben hat, stimmt dem auch zu. Und Oliver Stone, ein Filmregisseur, hat auch dazu geäußert, es wäre absolut verstörend. Und wenn wir uns die Snowden-Geflüchteten angucken, Oliver Stone wird zitiert. Er spricht über Snowden. Ich glaube, dass er der Menschheit geholfen hat mit seinen Offenlegungen. Und dann spricht er über die Leute, die ihm geholfen haben, dass es Menschen waren. Und es ging um Menschen, die sich gegen eine Regierung stellen. Und um das zusammenzufassen, seht ihr die Hongkonger Regierung, wie sie ihre Macht missbrauchen gegen sieben Menschen, alle ihre Ressourcen nutzen, auch Kanada, die nichts tun, eine Entscheidung zu treffen im Asylverfahren, was dort in die Richtung geht. Die sri lankische Regierung bedroht Snowden, die Snowden-Geflüchteten. Und warum werden diese sieben Leute so besonders und warum werden sie angegangen und warum wo unterm Strich repräsentieren diese Geflüchteten etwas, vor dem jede Regierung Angst hat, dass sie die morale Stärke und das Gewissen haben, das Richtige zu tun, obwohl sie nichts haben in Hongkong und dass sie einfach nichts zu verlieren haben und sie repräsentieren den Zwang
für Transparenz und Verantwortlichkeit zu zeigen. Und Stone fragt, und er ist am 29. November 2018 zitiert worden, warum hat Kanada diese Leute noch nicht bei sich aufgenommen? Sie wären eine Bereicherung. Und Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, hat über sie gesprochen, über dass Kanada sollte, sollten stolz sein und sollten, sollten stolz sein auf, dass wir weltweit Leadership zeigen und die Unabhängigkeit Kanadas bestätigen. Aber Trudeau macht nichts. Er hat nicht über die Snowden-Geflüchtete gesprochen, jemals. Und keine Entscheidung ist in ihren Fällen getroffen worden. Und was wir nicht verstehen, auf was das legale Team in Montreal, und wir haben Funds, also wir haben Gelder, die zur Verfügung stehen, die diese Geflüchteten nach Kanada bringen könnten. Es gibt keine Kosten, die für die Steuerzahler in Kanada anfallen würden. Und warum wird ihnen nach wie vor unterbunden, den Geflüchtetenstatus in Kanada zu erreichen? Warum toleriert Kanada, dass die Leute, die nach Schutz und Sicherheit fragen, in der Angst und Bedrohung gelassen werden? Also es gibt so einen Standoff. Also so ein, Hongkong will keine Entscheidung treffen. Kanada möchte keine Entscheidung treffen. I have no doubt if Canada rejects the cases, Hong Kong will reject them. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn Hongkong dieses Asylverfahren unterbindet, dann würde das Kanada auch machen. Wir haben also zwei Rechtsräume, die komplett vergessen, dass diese Leute hilfebedürftig sind. Und das ist einfach eine absolute Schande. Und ich komme später nochmal auf diesen Punkt zurück. Aber es geht jetzt seit 2 Jahren so. Und meine Klienten brauchen Unterstützung von allen. Und das bedeutet vor allem finanzielle Unterstützung. Aber darüber rede ich später. Was ich jetzt gerne machen wollen würde, ist ein kurzes Frage-Antwort mit euch zu machen. Und dann nach dem Q&A würde ich dann noch, nach den Fragen-Antwort würde ich noch andere Sachen und Fragen behandeln. Ich würde jetzt für 5 Minuten Fragen nehmen. Ich gebe dir mal ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Du, haben wir Fragen aus dem Publikum? Oh, we have a signal from the internet. Can I please listen to the question? Eine Frage aus dem Internet. Okay, we have a couple of questions here. The first one is wir haben mehrere Fragen. Das erste ist increasingly under pressure from China. Wenn Hongkong immer weiter unter Druck gesetzt wird von China, was passiert dadurch bei diesen Snowden-Geflüchteten? Ich habe das letzte Teil noch nicht verstanden. Yes, do you think China is involved in this case? Denken Sie, dass China involviert ist? Liegt es an Druck von den USA? Also, wie Manfred Nowak gesagt hat, es gibt offensichtlich eine starke Macht von außen, die Auswirkungen und Druck ausübt auf die Anwaltskammer in Hongkong. Was ich sagen möchte, ist, Mails in China ist der größte Waffenlieferant für Sri Lanka und es gibt ein großes Interesse aus China, dass Sri Lanka nicht kritisiert wird. Und das Zweite ist, dass Beijing und Hongkong keine ethnischen Minoritäten in ihren Gebieten haben wollen. Hongkong ist keine multikulturelle Gesellschaft und das Narrativ offensichtlich der Snowden-Geflüchteten ist nicht konsistent mit der Hongkonger Regierung. Die Hongkonger Regierung sagt, es gibt keine Geflüchteten und Asylsuchende, es gibt nur Geflüchtete, die kommen und Geld wollen und nehmen. Bei den USA bin ich mir sehr sicher und die 5 Eyes, dass sie ein großes Interesse daran haben, was in Hongkong passiert, und ich bin mir sehr sicher, dass sie Kanada unter Druck setzen. Okay. So. Okay. Do you want to go on with the next question from the internet?
Nächste Frage aus dem Internet. Also, are you surprised about how the other party struck you so hard darüber, in this case? Wie, Are you surprised about how you got struck so hard during the case? Überrascht ist sie, dass sie so hart gegen sie vorgegangen wurde in diesem Fall. Ich glaube, dass die Regierung in Hongkong schon auch Teil davon war, dass das die Partei ist, die, was für mich überraschend ist, tatsächlich, dass die Partei, in die Vertrauen gegeben wurde, dass das die Partei ist, die jetzt den Angriff fährt. Das ganze Verhalten hier war eine Überraschung am Anfang, aber so wie es weitergegangen ist, habe ich realisiert, dass Hongkong keine Demokratie ist. Es ist ein autoritäres System, wo die Anführer die Mehrheit der Anführer von Beijing benannt wird. Und es ist der Rechtsraum die demokratische Raum ist nach und nach wird er erodiert und aufgewichen. Und natürlich hat die Hongkonger Regierung kein Interesse, ihrer Gesellschaft zuzuhören. Und über das, was sie brauchen und wollen. Okay, thanks. Dankeschön. So, if I see that right, we have one question over there. Eine Frage von da drüben? No, not really. Okay. Oh, and there's another one. Yes, please. Ja, bitte. Micro number two. Excuse me. Yes. Do you think there's a connection Sagten to Sie, the dass case? Es eine the Verbindung zu dem Huawei-Fall gab? The of the boss den, of Huawei, die Tochter vom Huawei-Chef wird in Kanada festgehalten. Über einem juristischen Spiel. It's Huawei. It's Huawei. Huawei ist die Telefongesellschaft. Ja, ich verstehe. Ich glaube, die Behandlung der Snowden-Geflüchteten ist nur ein Puzzleteil in der Diskriminierung und dem Rassismus, der existiert in Hongkong und in China gegen ethnische Minderheiten existiert. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt ein direkter Link zu dem Huawei-Case, also zu dem Huawei-Fall, aber es ist, glaube ich, ein vollständig anderes Thema. Da habe ich keine Zeit, heute tiefer darauf einzugehen. Also okay, and I don't see any more questions. Okay, ich sehe keine Fragen mehr. Oh, da ist noch eine Frage. So I think that's the last question. Ich glaube, das ist die letzte Frage. Ja, thanks. Micro number one. Mikrofon Nummer zwei. Hi, thank you first for your work. Hi, vielen Dank second, für is die there, Arbeit. Were there any attempts by your barrister colleagues in Hong Kong gab es irgendwelche Anwaltskollegen, die statement of a even larger anonymous group or something like that. Unterstützung oder so? Were there any attempts by your colleagues in the Hong Kong Barrister Association to also issue a statement or to make a counter complaint die irgendwas gegen den larger anonymous group or in die Beschwerde getan haben, sie unterstützt haben? Have you received any support from your colleagues? Gab es irgendwelche Unterstützung von ihren Kollegen? Nein, keine, überhaupt keine. Der einzige Kollege, der da auf meiner Seite stand, war die Person, der mich informiert hat darüber, dass deine Nationalität beim jährlichen Gathering genannt wurde und der mich gewarnt hat. Das war die einzige Unterstützung, die mir da entgegengebracht wurde. Aber das ist ziemlich hart, das zu hören, und ich freue mich deshalb umso mehr, dass Sie hier sind. Ich glaube, Sie haben eine kleine Überraschung für uns. Ja, ich habe jemanden, der zu Besuch kommt, und ich würde Sie gerne auf den Screen bringen. Können wir bitte den Screen bekommen? Hallo, guten Abend. Das ist Vanessa, eine der Snowden-geflüchteten Helfer. Hallo. Hi Vanessa, how are you? Hallo Vanessa, wie geht's? Ja, I'm okay. Mir geht's I'm gut. I'm a bit nervous right now. Ein bisschen nervös. Nicht nervös sein. Gibt es irgendwas, was du dem Publikum sagen möchtest über deine Situation in Hongkong? Yes. Ja.
Thank you so much. Danke. For supporting für die Unterstützung us von for uns our difficult time in unseren schweren Zeiten. And now our lawyer is not here in Hong Kong. Nun, da unser Anwalt nicht mehr in London ist. The Hong Kong bar wegen der Anwaltskanzlei. The Hong Kong bar. I'm sorry. I'm just a little bit nervous. Yeah. The Hong Kong bar. Die Hong Kong Anwaltskanzlei. Vanessa, was it the Hong Kong bar that caused me to leave Hong Kong? Yeah, the Hong Kong bar. Sorry. Now, Mr. Robert Thibault is not here in Hong Kong because the Hong Kong bar, they bring Hong Kong anonymous complaints against to Mr. Thibault. The Hong Beschwerden Kong bar gegen sie is eingelegt. Trying to deprive me and other Snowden refugee, Mr. Thibault, of our being a lawyer. Sie versuchen, gegen unseren Anwalt vorzugehen und haben viele Beschwerden gegen Mr. Thibault eingereicht. Die Hongkonger Anwaltskanzlei setzt mich und meine Tochter ein großes Risiko aus und unterbindet, dass Mr. Thibault uns vertritt. Und die Hongkonger Anwaltskammer hat nie sich um unsere Interessen gekümmert. Justin Trudeau. The Prime Minister of Canada, right? Der Premierminister von Kanada, richtig? Yes, ja, der Premierminister von Kanada. Er spricht über Hilfe, die er Geflüchteten geben möchte, aber warum gilt das nicht für die Snowden-Geflüchtete? Wird es verzögert? Warum wird das Asylgesuch und die Entscheidung über unser Asylgesuch nach wie vor verzögert? Wir sind nicht sicher in Hongkong. Wir können nicht zurück in unser Heimatland. Ich hoffe, dass jetzt eine Entscheidung gefällt wird. Hört auf, das zu verzögern und zu verschleppen. Treffen Sie endlich eine Entscheidung. Danke, Vanessa. Danke. If I just may step in very shortly, wenn ich kurz dazwischen reden kann. You don't have to thank us. We have to thank you for. Sie müssen uns nicht danken, wir müssen Ihnen danken. Hat irgendjemand Fragen für Vanessa? Ihr habt jetzt die Chance, direkt zu fragen. Don't be shy. Seid nicht schüchtern. Okay. I don't see any questions. Okay, ich sehe keine Fragen. You see, they're all excited as well. So everybody is nervous. Sie sind auch sehr aufgeregt. Alle sind nervös. There's one coming. Ah, da kommt doch eine Frage. Okay, microphone one. Mikrofon Nummer 1. Hello. Yeah. Hallo. I'd like to know how is life for refugees in Hong Kong. Wie ist das Leben für Geflüchtete in Hong Kong? Do you feel there's any public support for refugees in Hong Kong? Gibt es dort öffentliche Unterstützung für Geflüchtete? Wie ist die Lebensqualität im Allgemeinen? For my only interview, I don't as a refugee or als Geflüchtete in Hong Kong bekomme nichts und keine Hilfe der Regierung. Und die Hongkong-Regierung fragt mich nur, wie lange Edward Snowden bei uns im Haus war. Und deswegen habe ich habe ihr gesagt, ich kann die Frage nicht beantworten. Sie sollte sich an meinen Anwalt Robert Thibault wenden. Und nachdem diese Befragung war, haben sie meine Unterstützung gestrichen und ich bekomme überhaupt keine Unterstützung mehr durch die Hongkong-Regierung.
nichts für die Miete, nichts für medizinische Mittel. Es ist sehr, sehr schwer für mich zu überleben. Aber ich bin sehr dankbar für meinen Anwalt und die Menschen, die mich unterstützen und in Kanada und überall in der Welt, die für uns Fundraiser organisieren und Mittel spenden. Ich habe Angst, weil es hier nicht sicher ist in Hongkong. Und das ist sehr schwierig für mich und meine Tochter und die anderen in Hongkong zu sein. Wir sind hier nicht sicher. Im Allgemeinen ist es hier nicht einfach in Hongkong. Es ist ein ziemlich schwieriges Leben und es ist sehr verstörend und stressig. Ich versuche, mutig zu bleiben. Und ich habe viel Vertrauen in meinen Anwalt, Robert Thibault, mich und meine Tochter und die anderen nach Kanada zu bringen für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit. Danke. Thanks to you. Vielen Dank an dich. Thank you so much. Vielen Dank. Are there more questions? Gibt es noch weitere Fragen? Oh, there's one coming. Ah, da kommt noch eine. Yes. May I ask you, what would happen to you if you were denied asylum? Was passiert wäre, wenn Sie abgelehnt worden wären? Sorry. What would happen to you if you were denied refugee status? Was wird mit Ihnen passieren, falls Sie den Flüchtlingsstatus aberkannt bekommen? In both places. In beiden Fällen. What would happen to you, Vanessa, if your cases were rejected? Was würde passieren, wenn If my case is rejected in okay, Hong Kong, wenn mein Fall in Hongkong abgewiesen wird oder in Kanada, I cannot go back to Philippines. Kann ich nicht I zurück in die Philippinen. Ich habe Hoffnung, dass ich und meine Tochter, ich habe sehr klare wenn wir zurückgehen in die Philippinen, dann wird meine Tochter und ich ermordet. Wir haben nirgendwo ein Leben. Deshalb vielleicht werden wir getötet, wenn wir das Asyl nicht bekommen. Es gibt kein Leben für mich. Das wartet, wenn wir zurückgeschickt werden. There's nothing for me and my daughter. Es ist nichts dort für mich und meine Tochter. Thank you. See. Danke. Okay. So. Any other questions? This is. Gibt's noch Fragen? Es ist die letzte Frage, die wir jetzt zulassen. There's a last question, yes. Da ist eine letzte Frage. Microphone, please. Hello. Hello. Kind of reluctant to asking you this, but I have to do. Fragen, if you could es? Go back in time and decide again, what would you do? Falls Sie zurückgehen würden in der Zeit und neu entscheiden könnten, was würden Sie tun? If you could go back in time and decide again after knowing what you know now, nochmal zurückgehen könnten in der Zeit und alles darüber wissen, wodurch Sie durchgehen müssen, würden Sie das nochmal tun? Würden Sie sich gleich entscheiden mit Snowden? Ich sage immer ja. Ja, ich würde es wieder tun. Ich wollte ihm helfen. Für mich ist es das Richtige. Er hat nichts Falsches getan. Und ich tue nichts Falsches. Ich habe ihm nur geholfen. Und für mich, er brauchte Hilfe, also habe ich ihm geholfen. Und Vanessa, würdest du es nochmal machen? Ja, ich würde ihm nochmal helfen. Thanks, but ja, ich werde es noch einmal tun. Wow. Wow, ich habe tatsächlich einen Schauer, der über meinen Rücken geht, bei so viel Menschlichkeit. Und ich glaube, es ist mutige Frau. Danke, vielen, vielen Dank. Danke, Vanessa. Hab einen guten Abend. Guten Abend alle zusammen. Best wishes. Alles Gute. Okay. Okay. Das war's. And
Let me just tell you, das war's. Und lasst mich noch kurz sagen, wenn ihr Geld überhaupt...